Yo, servus Leute, heute geht's um gutes Licht. Ja, der Fotograf George ERB, wie auch immer man ihn ausspricht, sagt einmal, der Amateur sorgt sich um die Ausrüstung, der Profi sorgt sich ums Geld und der Meister sorgt sich ums gute Licht. Ja, genau darum geht's heute, um gutes Licht. Was ist überhaupt gutes Licht? Und wann finden wir gutes Licht zum Fotografieren vor? Und welche Rolle spielt Licht überhaupt auf unsere Bilder? Ja, als erstes mal, was ist überhaupt gutes Licht? Ja, ich denke, euch wird allen bekannt sein, dass zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Lichtstimmungen vorherrschen. Erstmal erkennt man das an der Länge des Schattens. Also morgens ist zum Beispiel oder abends ist ein Schatten viel länger als zum Beispiel in der Mittagssonne. Dann gibt es aber noch andere Sachen, die an der Mittagssonne anders sind als an der Morgen- und Abendsonne. Zum Beispiel die Lichttemperatur. Das Licht in der Morgensonne ist viel wärmer quasi als das, was wir zum Beispiel am Mittag vorfinden. Für den Abend gilt das genauso, also am Abend ist es etwa wie am Morgen, aber nicht gleich. Ihr wisst jetzt schon, dass das Licht morgens viel wärmer ist und die Schatten viel länger sind oder auch abends, als zum Beispiel in der Mittagssonne. Aber welches Licht eignet sich jetzt überhaupt für welche Art von Fotografie oder fürs Fotografieren allgemein? Allgemein kann man das jetzt eigentlich konkret nicht so festlegen. Es ist jetzt doch eher für jeden Fachbereich der Fotografie etwas verschieden. Aber man kann schon sagen, dass man in den Morgenstunden, sei es zum Beispiel Porträts oder auch in den Abendstunden Porträts, Architektur, Landschaft und die gängigen Sachen, auch Makros und solche Sachen, besser hinkriegt als in der Mittagssonne. Das liegt halt auch an den Schatten und an dem Licht. Das Ganze wirkt dann einfach für den Betrachter viel runder und wie soll man es beschreiben? Durch die andere Lichtstimmung wirken die Bilder auch besser. In der Mittagssonne dann zum Beispiel wirken ganz normale Sachen wie Architekturfotografie oder Landschaftsfotografie eher flau und auch bei der Porträtfotografie stören lange Schatten oder einfach sehr flaches Licht. Und man möchte ja eigentlich ein sehr diffuses Licht erreichen bei Porträtfotografie, was so dann nicht zutrifft, wenn man jetzt in der Mittagssonne fotografiert. Ja, dann gibt's auch einige Specials, aber erstmal möchte ich über die Bewölkung reden. Ja, genau, Bewölkungen. Und zwar bei Bewölkungen ist es so, die kann man auch ganz gut in Szene setzen. Denn das ist auch wirklich richtig cool eigentlich für Architekturfotografie. Man hat bei Bewölkung ja quasi gar keine Schatten und das kann man sich dann auch wieder zunutze machen. Auch für Porträts sind Bewölkungen geil und auch für Makrofotografie zum Beispiel. Ja, dann gibt es auch einige Specials, zum Beispiel in der Mittagssonne, wenn es gerade geregnet hat, oder auch in der Abendsonne, wenn es gerade geregnet hat, habt ihr bestes Licht, richtig geiles Licht. Und dann kann man auch nur empfehlen, einfach nur rauszugehen. Ja, dann wisst ihr jetzt, wann geiles Licht ist und in der Mittagssonne lohnt sich's dann meist nicht so auf die Fotopirsch zu gehen, sondern der frühe Vogel fängt den Wurm und so weiter. Und ich empfehle euch einfach möglichst früh fotografieren zu gehen und oder möglichst spät, wenn ihr Langschläfer seid, aber der frühe Vogel fängt den Wurm, dann fängt ja noch Morgentau ein und so, und deswegen umso früher, umso besser für Landschaftsfotografie und eigentlich fast alles, bis auf ein paar Ausnahmen. Und damit, ciao!